meine Lieben, die Ernte ist eingebracht und in den Geschäften gibt es das frisch Geerntete aus den Regionen. Die Felder werden von den Bauern umgepflügt. Der Acker ruht bis zum nächsten Frühjahr. Da nun alles von den Feldern geerntet ist, ist jetzt die Zeit für das Erntedankfest. Und das hat bei den Christen eine lange Tradition. Es findet jedes Jahr am ersten Sonntag im Oktober statt. Das ist dieses Jahr am 7. Oktober. Es ist die Zeit nach der Ernte. Gläubige zelebrieren dieses Fest, um Gott für die Gaben zu danken. Man vermutet, dass die Idee des Erntedankes bereits aus vorchristlicher Zeit stammt, da die mit dem Fest verbundenen Riten bereits schon im Römischen Reich und in Israel erwähnt wurden. Riten sind Traditionen oder Rituale. Somit geht vermutlich das uns bekannte Ernte-Dankfest auf das römische Brauchtum zurück. Man zelebriert es seit dem 3. Jahrhundert nach Christus. Allerdings gibt es keinen einheitlichen Zeitpunkt aus Gründen unterschiedlicher Klimazonen. Was geschieht an diesem Sonntag? Zum Erntedankfest finden Gottesdienste statt, bei denen Erntekronen und Körbe mit Früchten gefüllt den Altarraum schmücken. Die Erntekronen werden mit geflochtenen Ähren gebunden und mit Feldfrüchten dekoriert. In ländlichen Regionen werden Strohpuppen auf den Feldern verbrannt und man vergnügt sich auf dem Jahrmarkt. Die Erlöse aus dem Erntedankfest gehen in der Regel an Institutionen, die sich für die Hungersnöte in der Welt einsetzen. Bis zum Zweiten Weltkrieg läuteten in zahlreichen Ortschaften die Kirchenglocken zum Erntedankfest eine Stunde früher als zu den bekannten Gottesdienstzeiten. Damit wird der Wechsel von Sommer- zu Winterzeit angekündigt. Das Erntedankfest ist nicht zu verwechseln mit dem amerikanischen Thanksgiving, das zwar ähnliche Ursprünge hat, jedoch völlig anders gefeiert wird. Ich wünsche euch ein schönes Erntedankfest und dankt Gott für die reiche Ernte, sodass wir keinen Hunger leiden müssen. Mit lichtvollen Grüßen, eure Deria.